Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crystal Dragon. So, ich habe hier die ganzen Drachen erledigt, habe auch unterwegs einige Eier gekillt, aber irgendwie, ja, wirklich interessante Dinge gab es da jetzt eigentlich nicht. Die üblichen 100 Wasserquellen, Kulis habe ich alle gecheckt und das Einzige, was ich dann noch gefunden habe, oder beziehungsweise die beiden einzigen Sachen, die ich noch gefunden habe, war einmal diese Rolle Wasserkugel, wieder ein alter Zauber. Den darf Bart jetzt erstmal lernen. Das ist, glaube ich, irgendwie einfach, ja, eine Wasserkugel, die Schaden macht. Probieren wir mal kurz aus. Ja, ich glaube, sowas Ähnliches haben wir auch schon mal bei Gegnern, glaube ich, gesehen, sowas. Und natürlich hat einer der Drachen uns auch wieder einen Schlüssel dagelassen. Und zwar den da, der irgendwie hierzu passt. Und da steht rote Drachen dran. Und wir müssen dann drei Paare Drachen, also sechs Drachen und 13 Eier warten unten auf uns. Das klingt nach Arbeit. Aber ja, nee, also das mit den Drachen hier war kein Problem. Einfach böses Halten. Und apropos böses Halten, das bringen wir mal noch einen Anschlag. Und gehen schon mal runter. Da habe ich immer noch Zeit zum Quatschen. Und ja, wenn böses Halten dann gerade dann auf CD war, dann einfach so lange rumlaufen, bis es wieder verfügbar ist. Warum das mit den Felswänden da unten nicht funktioniert hat, könnt eventuell, oh, wir sind schon unten, könnt eventuell daran gelegen haben, dass es dort diese vielen Illusionswände gibt. Beziehungsweise gab. Ich habe Angst, mach Licht. Danke. Wow. Oh, ich höre schon Dinge. Aber wir haben hier scheinbar nochmal so einen kleinen Safe Spot. Danke, Spiel. So, was haben wir hier? Oh, eine Schatzkammer. Eine Schatzkammer. Mach auf, mach auf. Hey, will rein. Spiel sagt nein. Okay. So, da geht wahrscheinlich die große Kämpferei los. Was haben wir hier? Noch eine Schatzkammer. Okay, weil ich habe nämlich oben nochmal alles links gemacht wegen Knöpfen und so weiter, weil bei Drachen muss es Schätze geben. Und bisher hatten wir noch keine. Also, wir bereiten uns vor aus Gründen. Wir legen hier mal ein Dolch hin. Wieso habe ich Blitz, Britzel, Bratzel gehört? Ich dachte, es sind Feuerdrachen. Ja gut, das sind rote Drachen, ja, aber. Ach du Kacke. Okay, es wird blitzig draußen. Okay, das hat mich jetzt verunsichert. Egal. Wir machen mal die Tür auf und machen einfach mal böses Halten, sobald irgendwas. Nee, hier ist wirklich noch enger Gang. Sobald irgendwas. Ja, ich habe Blitze gesehen. Sobald irgendwas passiert. Hi, Drache. Wir machen mal böses Halten und klopfen auf den Drachen rum. Und dann würde mich interessieren, ob hier auch die Felswand funktioniert. Ah, ich wollte euch noch Gottesschlag zeigen. Einer unserer alten Sprüche. Der Sound gehört irgendwie verboten. Und deswegen gehen wir nochmal auf die Felswand. Das ist, glaube ich, unser bester Zauber. Der nur im Nahkampf wirkt, so wie ich das verstanden habe. Und ja. Aber ich habe lieber das Mana von Bat nochmal für eine Felswand zu bauen oder so. So, es hat Düt gemacht. Oh, Entschuldigung. Lass mich mal durch. Kannst du hier eine Felswand hinbauen? Ja, okay. In diesem Level geht wieder die Felswand. Dann kurieren wir unsere Wehwehchen. Mutikanus ist die Kraft ausgelaufen. Ist er direkt überladen. So, Bart ist wieder unverletzt. Dann können wir uns nochmal ein Schläferchen gönnen. Aber seit wann? Wer verbindet rote Drachen mit Blitzen? Wer? Möge sich jetzt bitte melden. Also ich nicht. Na gut. Wir machen schon mal eine wahre Sicht an. Drücken, fortsetzen, sammeln uns, schauen auf die Karte, in welche Richtung wir jetzt müssen. Ja, das da ist, glaube ich, unsere Fake-Wand.
Oh, da oben könnte dann auch noch jemand uns ins Kreuz fallen. Wir gehen dann mal oben rum. So, böses Halten ist wieder ready. Den Finger auf dem Abzug. Schisch. Das da war jetzt... Es ist unsere Wand weggegangen. Das da war jetzt eher was Feuriges. Wo auch immer die Blitze herkommen. Die vor allen Dingen auch Bad getroffen haben. So. Zack. Wieder da drauf, damit wir uns dann wieder vom Acker machen können. Oh oh, Bip. Nee, das war irgendwas anderes ist ausgelaufen. Umsonst Panik geschoben. Schauen wir gleich danach. Wir bearbeiten noch ein bisschen den Hintern vom Drachen. Jetzt hat es nochmal Bip gemacht, ja. Mach mal hier eine Felswand hin. Tief durchatmen und durch die schmalen Gänge sollten die Drachen uns auch nicht in den Rücken fallen können. Aber die sollten uns eventuell... einen Blitz können sie uns auch nicht vorbeischicken, denn der müsste ja dann um die Ecke gehen. Das tun sie nicht. Also, alles safe. Dann schauen wir, was hier ausgelaufen ist. Gruppenschild, sehr wichtig. Ja, und vorhin ist auch irgendwas Feuriges durch die Gegend geflogen. Also Hitzeimmun. So, Bad in Anschlag. Böses Halten ist ready. Dann gehen wir durch die andere Seite mal wieder rausgucken. Den Knochen legen wir mal zur späteren Betrachtung da hinten hin. Hallo, Rattilein. Möchtest du uns begleiten? Und uns die Seuche bringen? Das war unsere Wand. So, Seuchen frei. Wir drücken uns mal hier in der Wand entlang. Schau mal, da ist ein Gulli. Gulli, nochmal Bad in Anschlag. Oh, hi. Das war jetzt Feuer. Wo auch immer das Blitzgedönse herkommt. So, mächtigen Schaden machen, Jungs. So, ich schau mal, dass wir diesmal das Erkunden mit dem Drachentöten irgendwie kombinieren können. Und mal gucken, wie gehäuft die Drachen hier überhaupt sind. Es sollten ja hier 6 Drachen sein. Da war so ein Blitz. Wo kommt denn das her? Da ist ein Ei. Dass wir das Erkunden mit dem Drachentöten kombinieren. Soweit möglich, wenn nicht, und dann werde ich nochmal ohne... Aua! Ohne euch Dinge töten. Wir machen mal hier kurz ein Päuschen, stellen mal eine Felswand hin. Dankeschön. Und dann kümmern wir uns um Dinge. Achso, solche. Genau, ich hab's schon wieder vergessen. Sorry, Bud. Danke fürs dran erinnern. Entseuchen. Seuche? Seuchenfrei. Sehr schön. Dann noch andere Bass. Das ist noch der Schild, glaube ich. Ja. Dann gönnen wir uns noch ein kurzes Nickerchen. Ich habe auch festgestellt, dieser sättigen Zauber, den Bud jetzt hat, das zählt nur für Bud. Also, Mutikanus muss herkömmlich essen und Bud ist irgendwie Magie. Oder wie auch immer. Er möchte nicht mit Mutikanus teilen. Nein, 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 nein. So. Ja, jetzt hätte ich gern die Wand da wieder weg. Können wir unsere eigene Wand bannen? Nee, können wir nicht. Aha, alles klar. Ich wollte gerade ungemütlich werden. So, Finger auf Böses halten. Und noch ein Omelette, bitte. Ja, summa summarum macht es schon... Erfahrung aus bei Bud. Zwar nicht so viel, wie ich mir vorgestellt hätte. Aber vielleicht schafft er noch den nächsten Level mit den Eiern, die wir hier finden. So. Jetzt sind wir wieder an der engen Stelle. Sind wir wieder zu Hause?
Nee, wir sind nicht zu Hause, fast zu Hause. Wo sollen denn bitte hier die 6 Drachen sein? Also ich habe, glaube ich, maximal 2 Stück gesehen. Ja, ich schicke euch mal eine Pause, also eine 3-Sekunden-Pause, werd diese Drachen mal hier wegräumen und hoffentlich bekommen wir dann einen Schlüssel für die Schatzkammern da. Na gut, drückt mal bitte die Daumen und bis in 3 Sekunden. So, ein Drachenpärchen musste dran glauben. Also man hört immer noch Drachen, aber die sind wahrscheinlich in den Schatzkammern unterwegs, denn hier draußen habe ich jetzt keinen Drachen mehr gefunden. Vielleicht habe ich da auch so einen kleinen süßen Drachen übersehen, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich hier noch eine Tür entdeckt und die sieht vom Schlüssel her so aus wie die Türen, die wir bisher hatten, die dann in die nächste Ebene geführt haben. Ich hätte jetzt gar nicht geguckt, ob an der Tür was dran steht. Machen wir dann bei Gelegenheit. Hust. Ich war da gerade ein bisschen Eile, da war gerade ein Drache hinter mir. Ja, aber da haben wir auf jeden Fall noch eine zugesperrte Tür. Und einer der beiden Drachen, die ich gekillt habe, hat uns einen Schlüssel dagelassen, der zu dieser Tür passen könnte. Zumindest farblich. Und zwar zu einer Schatzkammer. Sehr schön, das passt sogar. Dann machen wir mal Bad ready. Und stecken da mal eine Nase rein. Eine olle Ratte. Ohne Nische. Mit einer toten Ratte. Ja, Fleisch habe ich jetzt mal großzügig aussortiert, denn auch das normale Fleisch wiegt 2 Kilo. Oh, ein Stäbchen. Wer bitte isst 2 Kilo Fleisch in einer Mahlzeit? Wer macht denn das? Giftbälle. Dann ist Bad wahrscheinlich überladen, ne? Ja. Denn wir haben ein massives Gewichtsproblem, wie schon immer. Nee, das muss ich ja dann direkt in eine Truhe reinpacken. Für die Münze finden wir noch einen anderen Platz. Samoticanus ist jetzt überladen, aber mit Kraft nicht mehr. Mir ist nämlich jetzt in der Pause aufgefallen, plötzlich lagen da so ein paar von unseren Beutelchen am Boden. Wieso hat er jetzt immer. Achso, nee, geht jetzt bis 150, okay. Ein paar von unseren Beuteln, die bei Multicanus hier drin waren und das Horn lagen plötzlich am Boden. Und deswegen habe ich da mal angefangen auszusortieren. Und da er immer noch 1 Kilo drüber ist, haben wir noch irgendwo ein Stück Fleisch stecken. Nicht, dass wir irgendwo was verlieren, weil Multicanus denkt, boah, das ist mir viel zu schwer und lässt einfach irgendwas irgendwo liegen. Oder sollen wir mal so einen kleinen Beutel aussortieren? Also das ist ein großer. Wir hätten auch noch so kleine Beutelchen, sowas zum Beispiel. Wenn man das vielleicht da lässt. Wenn man, legt man jetzt erstmal die Fackel da in die Kiste. Schauen wir mal. Nee, das ist ein großer Beutel. Wo hatte ich denn den jetzt? Oh, da ist Fleisch drin. Mahlzeit. So, jetzt sollten wir. Ja, 140, das wird er tragen können. Muss ich dann im Auge behalten, nicht, dass wir da irgendwie was verlieren. Es hat Bumm gemacht, wahre Sicht ist ausgelaufen. Aber das fühlt sich jetzt schon eher nach Schatzkammer an. So, wo hat's Bumm gemacht? Da waren wir noch nicht. Wahrscheinlich nicht in dem alten Teil der Höhle. Nee, keine Ahnung. Dann werden wir es wahrscheinlich nicht erfahren. Aber irgendwas hat Bumm gemacht und wir schauen uns an, was das für ein nettes Amulettchen ist. Nur eine Halskette? Autsch. Moment. Wir kümmern uns erstmal ein bisschen um den Drachen. Wir machen böses Halten und peilen den Hintern vom Drachen an und schlagen dann mal kurz ein bisschen drauf rum. Und dann gehen wir die Kette wieder einsammeln. Aber wir hatten ja schon mal diese ganz. Also Multicanus hat am Anfang, glaube ich, auch so eine Kette gehabt. Vielleicht ist das einfach nur Deko. Es könnte dann wieder so ein heiliges Rittersymbol sein oder wie es hieß. Da hatten
hatten wir unterwegs, glaube ich, auch noch mal eins gefunden. Das haben wir auch irgendwo liegen lassen. Oder ist es noch bei Bad? Das war Büb. Dann würde ich gerne die Halskette mal kurz mitnehmen. Die restlichen Nischen behalten wir im Hinterkopf und verziehen uns mal kurz. Jetzt liegt hier schon wieder Zeugs von Multicanus rum. Ich verstehe das nicht. Multicanus, was ist denn mit dir falsch? Er trägt jetzt 140 Kilo ohne das Zeugs. Hä? Jetzt ist es plötzlich wieder drin, aber ein Beutel liegt noch da. Das ist jetzt da verschwunden. Das fühlt sich ungut an. Jetzt liegt das Horn wieder da. Jetzt ist es wieder im Inventar. Spiel, das fühlt sich nicht gut an. Jetzt ist das Horn wieder da. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen ausmüllen. Ich weiß nicht, ob wir die Münzen jemals wieder brauchen werden. Ich habe nicht das Gefühl. So, dann können wir den ganzen Beutel mal hier lassen. Dafür würde ich aber... Ja, jetzt ist Horn wieder drin. Was ist das für ein Beutel? Wo lag der? Lag der hier? Jetzt hat er die ganzen Dinge wieder ausgepackt. Also wir haben irgendwo ein massives Inventarproblem. Das Gewicht stimmt aktuell gar nicht. Er hat Kraft gebufft. Also er kann bis 150. Warum auch immer er das jetzt auspackt. Also Wasser und die magischen Früchte hätte ich gerne. Ja, wir lassen mal diese Münzen da hier. Die hatten wir für zwei Rätsel benutzt. Jetzt hat er wieder 135 könnte er normalerweise tragen. Jetzt sind es wieder 150. Also wir schauen mal, dass wir auf 135 Gewicht runterkommen. Irgendwo gab es doch noch Fleisch. Da ist mal das Brötchen. Fleisch. Hab's. So, jetzt sind wir auf 133 runter. Und... Ja, jetzt ist Horn und Sack sind... Wieso packt er das immer wieder aus? Können wir das jetzt mal bitte lassen? Hat irgendein Problem mit diesem Horn? Ja gut, dann lassen wir es hier. Dann zu dem der Halskette. Nee, er hat eine verfluchte Halskette an. Bad ist jetzt aber auch überladen. Schauen wir gleich. Na. Autsch, da stehen wir ungünstig. So. Ich verwirrt. Macht aber nichts. So. Ah, du trägst den Kompass. Ja gut, dann... Wir lassen den Kompass an, lassen die Kette auch hier. Und schau mal, dass wir Bad noch ein bisschen entladen. Ja, Feuerbell, das ist ein Uraltzauber, das werden wir eh nicht mehr benutzen. So, dann ist er bei 39 Kilo. Und Multicanus ist weiterhin bei 134. Ja, fühlt sich nicht gut an. Fühlt sich gar nicht gut an. Aber ja. So, wir hatten ja auch schon mal bei Zelda in der Ebene, dass plötzlich Zeugs von uns in so einer Nische lag, das ich mir ja auch damals nicht erklären konnte. Das ist wohl eine Methode vom Spiel, mit unserem Übergewicht klarzukommen oder so. Ich weiß es nicht, aber ja, ungutes Gefühl. Aber wir sind jetzt kilotechnisch unten. Und sind auch ohne Kraftbuff nicht mehr überladen. Ich hoffe mal, dass wir nicht irgendwo irgendwas verloren haben, weil Multicanus nichts gesagt hat. Multicanus, es ist nicht schlimm, wenn man einfach mal was nicht schafft. Du kannst dann mit mir darüber reden. Nicht einfach heimlich da Dinge fallen lassen oder so. Das ist nämlich dann irgendwann ungünstig. Autsch. So, da liegt die tote Ratte. Wir schauen mal,
Ja, Kilo passt immer noch. Aua, lass das doch mal. So, wir haben da ein Beutelchen. Und einen Drachen, den wir mal kurz aus dem Weg gehen. Das ist ungünstig. Nein, falscher Charakter. Falscher Charakter. Richtiger Slot. So, Karte ist auch ausgelaufen. Wir ignorieren mal den Drachen, der uns am Hintern hängt. Heilen unterwegs Bad. Trinken wir noch ein Schlückchen. Und ich würde jetzt... Drachen, lass doch mal. Ich würde gern gucken, was in dem Beutel drin ist. Bitte, 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 bitte. Da blitzt es auch durch die Gegend. Da ist ein Ei. Eier. Dann machen wir mal kurz eine Omelettpause. So. Ups, aua. Da ums Eck sollten wir sicher sein. So, jetzt zu dem Beutel. Jetzt hat er hier schon wieder weniger Beutel in der Tasche. Normalerweise ist die Kiste voll mit Beuteln. Wow. Hä, das ist ein Beutel mit Kupfermünze. Das war jetzt der neue Beutel. Wo ist der Rest von deinem Zeugs, Multicanus? Mach mich noch wahnsinnig. Moment, ist noch unser Wasserbeutel ist noch da. Mann, das ist jetzt echt ungünstig. Da, er hat jetzt den Kraftbuff nicht und er ist nicht überladen. Das ging noch die ganze Zeit immer mit den ganzen Beuteln gestapelt und so weiter. Nee, da geht's nicht lang. Da ging... Autsch. Da ging's lang. Bat Mama bitte... Böses halten. Und der Gruppenschild ist ausgelaufen. Das ist jetzt gerade ungünstig. Ich verstehe das mit dem Inventar nicht. Ich meine, wenn wir ihn jetzt die ganze Zeit total überladen rumlaufen lassen, okay... Dass er dann irgendwann mal was fallen lässt. Aber das ist er ja aktuell nicht. Wir haben ja extra abgespeckt. Ja, Bad ist erschöpft. Kümmern wir uns gleich drum. Autsch. Oder fast. Moment, da waren die Eier. Dann war, glaube ich, hier unser Zuhause. Genau. So, dann können wir hier mal... Die Ratte nervt uns jetzt bitte nicht. So. Aber, das ist irgendwas strange. Ich kann euch aber noch nicht mal sagen, was in den anderen Taschen drin ist. Da irgendwas drin ist, an dem unser Herz hängt. Nee, hier ist der Reflexionsschild. Wir haben noch die beiden verfluchten Waffen. Vielleicht will das Spiel uns einfach sagen, hey, das ist Zeug drin. Das brauchst du eh nicht. So, dann Bart ist erschöpft. Ja, dann hauen wir uns nochmal in die Ecke. Fühlt sich nicht gut an. Schau mal auf die Karte. So, hier die Nischen haben wir jetzt, glaube ich, alle geguckt. Dann fehlt nur noch hier ein Eckchen. Und dann müssen wir wohl noch die ein oder zwei Drachen, die hier rumlaufen, töten. Aber das kriegen wir auch noch hin. So, Bad, schlaf mal bitte ein bisschen schneller. So, Bad hat ausgeschlafen. Und wir gehen mal schauen, was es hier hinten noch gibt. Das war doch, glaube ich, hier. Da hätten wir noch ein bisschen was. Also eins hoch und quer durch die Mitte. Aber da scheint auch nichts mehr zu sein. Nee. Na gut. Dann kümmere ich mich um die Drachen, die hier frei rumlaufen und schicke euch in die Pause und ich schaue nochmal mit dem Inventar, ob hier jetzt irgendwo was rumliegt oder so. Ich weiß es nicht. Naja, mal gucken. Bis gleich.